Gibt es das Glück im Sonderverkauf? Bin ich, was ich kaufe? Oder kaufe ich, was ich bin? Mensch, da freue ich mich aber, dass ich jetzt nicht den Motor alles wieder zusammenbauen kann, sondern Lagerschalen neu machen kann und Dichtung neu machen kann und Kolbenringe neu machen kann. Danke für eure Kommentare, geil! Was ein unglaublich spannender Content, das wird super, Leute. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, was mich erwartet. Warum wolltet ihr, dass ich das mache? Es hat doch funktioniert vorher, guckt euch das an. Ja, ihr habt's in die Kommentare geschrieben, ich habe dummerweise drauf gehört. Ich muss das Ganze jetzt ausbaden, während ihr euch jetzt entspannt zurücklehnen könnt und alles genießen könnt, was jetzt hier heute so passiert. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich total, jetzt hier diesen kompletten Kopf noch weiter auseinanderzubauen, damit wir den zum Planen geben können. Das ist wirklich toll. Also, versteht mich nicht falsch, danke für eure Kommentare, danke dafür, dass ihr sagt, dass, wenn du so weit gekommen bist, mach auch alles neu. Ihr habt prinzipiell recht, aber ihr vergesst da etwas, dass ich das ja alles machen muss, dass ich ja das neu machen muss. Und da sehe ich die viel höhere Fehlerwahrscheinlichkeit, als wenn ich es einfach so lasse, wie es ist. Halt leicht verschlissen. Ich meine, 230.000 Kilometer sind jetzt auch nicht die Welt für so einen BMW 6-Zylinder, das weiß jeder. Heutiges Ziel ist, alles neu zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bitte lasst mir jetzt schon mal einen Daumen nach oben dafür da, dass ich auf euch gehört habe. Ich hoffe, ich werde euch nicht verfluchen und ich hoffe, wir machen nichts Grundlegendes kaputt, was hinterher nicht mehr zu reparieren ist. Ganz ehrlich, ihr wolltet, dass ich diesen Müllhaufen auseinandernehme und jetzt stehe ich hier und muss Ventile neu kaufen. Jetzt den Kopf auseinanderbauen, damit er zum Motorenbauer, beziehungsweise ich habe jetzt einfach einen Maschinenbauer genommen, weil der meinte, der kann das auch schleifen. Ja, dafür müssen allerdings die Ventile raus und ich glaube, diese spaßigen Ringe hier auch, das sieht so aus, als würde man die nicht rausbekommen. Wir sehen uns dann in 2 Minuten, wenn ich schlechte Laune habe. Bis gleich, ciao! Gegen den Schock kurz Werbung. Und zwar erhaltet ihr vom 23. bis 28. Februar weiterhin Rabatte im Amazon Store von Jackery beim Kauf von einer Explorer 1500 Pro oder dem Solar Generator Set. Das ist die Box und das Solarpanel. Und zwar erhaltet ihr mit den hier eingeblendeten Codes 50 Euro Rabatt und eine praktische Tragetasche. Sichert euch das Angebot. Yo, Markus, hi. Ich müsste so eine Nebelmaschine von der Steuer absetzen. Ich brauchte die für die Arbeit. So, und hier haben wir auch schon die erste Gefahr, was schief gehen kann. Diese Nockenwelle, seht ihr ja, ist ziemlich lang. Und wenn ich die jetzt einfach random aufmachen würde, würde die krumm werden. Eigentlich hat man ein Spezialwerkzeug dafür. Habe ich nicht. Wir hoffen einfach das Beste. Der Motorenbauer. Hey du, die Lara, ich hol dich im BMW ab und dann fahren wir beide zu einer Bar und rauchen eine Traube Minzerkorn. Kleiner Reminder für mich selbst. Die sind von der Auslassseite lesbar. Also hier steht A3 und da steht E3. Was machst du mit mir? BMW. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jetzt auch die Nächsten kommen werden, die sagen werden, Phil, du hast jetzt schon so viel gemacht, jetzt mach auch die Nockenwellen noch neu. Also der Lagersitz an sich, den würde ich jetzt als okay bezeichnen. Einzig der Kollege hier, der hat so einen kleinen Einschluss da drin. Aber die Nockenwelle hat auf jeden Fall schon ein bisschen was an Kampfspuren. Aber wehe, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, Phil, mach das doch, ist doch kein Problem, jetzt hast du eh alles in der Hand. Nein, nein. Und nochmal nein. Nein, nein, Hundi raus. Was? Raus, afuera. Ich wohne hier. Nein, nein, afuera. Tschüss, Hydro. Ah, ja. Das große Hydro-Sammelspiel. Guck mal, hier fallen alle raus. Ja, sauber, dass das mit dem Direktversand noch geklappt hat. Ich habe mir jetzt das richtige Werkzeug besorgt und ich muss sagen, ich bereue es keine Sekunde. Ich habe gerade das erste Ventil schon mal rausgeholt. Aber Auslassseite Nummer 1 habe ich mir auch hier aufgemalt, weil man darf die nicht vertauschen. Und ich muss sagen, dieses Gerät ist genau nach meinem Geschmack. Es ist langsam und traurig. So wie dieser Kanal. Und jetzt holen wir zusammen mal ein Ventil raus. Mann, ist das cooler Content. So ist das Ganze dann eingeklemmt. Einmal von oben mit so einem löchrigen Ding, was gegen den
Federteller drückt und einmal von unten so ein Gegenhalter, der gegen das Ventil drückt. Heiko, ich mache hier gerade Technik-Videos. So, und wenn ihr alles richtig angesetzt habt, dreht ihr einfach nur hier an der Kurbel ganz langsam. Aha, ich kann sagen. Das ist auch schon ein paar Jährchen. Magnet ist auch cool dafür. Ach, du hast... Das war im Set mit drin. Echt unglaublich, Phil. Und wenn ihr das Ganze weit genug runtergeschraubt habt, könnt ihr einfach mit einem Magneten, der auch in dem Set, ich glaube, ich verlinke es mal unten, der auch im Set mit drin ist, könnt ihr diesen Keil greifen und tut den dann in eure Ventilkeilbox. Ich werde richtig erwachsen, habe ich das Gefühl. Dieser Motor macht mich erwachsen. Jetzt schreibt nicht in die Kommentare, mach doch gleich die Ventilkeile neu, wenn du schon dabei bist. Und nachdem wir die Feder entspannt haben, können wir nun die doppelte Ventilfeder rausnehmen. Und da wir einen 24-Ventilmotor haben, machen wir das jetzt 24 Mal. Bis gleich. Hallo YouTube-Community. Alko, wann kommt dein Video? Mir ist langweilig. Welches jetzt? Also Sonntag kommt ein Video. Ja. Wir sind mal gespannt, was ich da drin mache. Heute ist Sonntag. Schau doch mal bei Alko vorbei. So, stimmt. Ich habe ganz vergessen. Heute ist Sonntag. Ja. Stimmt. Mensch. Phil, hast du recht. Bin ja ganz neidisch auf Phil, was er hier für ein Content abreißt. Und das meine ich nicht ironisch, sondern das ist eigentlich der Content, Phil, den möchte ich auch gerne machen. Ja? Ja, ich mache ihn doch einfach. Ja, aber ohne Grund einen Motor auseinandernehmen? Schreib mal bei Phil einfach mal rein, was gibt's noch für günstige Turboprojekte? Mehr als 4 Zylinder, Heckantrieb. Das sind die neuen Ventilschaftdichtungen, weil ihr habt in die Kommentare geschrieben, macht doch auch noch die Ventilschaftdichtung neu. Afuera. So, wir sind gerade am 6. Auslassventil und ihr seht den Glitzer auf meiner Hand. Wir machen hier nämlich Glitzerparty. Guck mal, Messing, das ist Ventilschaft, hast du gerade so rausgezogen. Und der ging halt extrem schwer raus, was mich gerade gewundert hat. Und das war auch der Zylinder, wo ja auf dem Kolben so kleine Abdrücke waren, ne? Ja, wir tun jetzt mal das Ventil hier in einen Akkubohrer oder so und gucken, ob das gerade ist. Aber was muss denn hier neu gemacht werden, wenn ich jetzt hier was abgetragen habe? Die Ventilschaftdichtung? Oder? Nee, Ventilschaft. Egal, Phil. Ja, Decker, ihr wolltet, dass ich das mache. Ich bin so sauer, wirklich. Ja, aber das ist doch gut, dass du jetzt weißt, dass es krumm ist. Aber es war hier in dieser, also das Messing, hallo, Schärfe, war hier in dieser Führung, wo dieser Gegenpin sitzt. Da war das alles drin. Ja, wenn jetzt auch noch die Ventile krumm sind, ne, ey. Weiße Schuhe, weiße Jacke. Alko, es sind Schrauberstimmung. Wir haben jetzt das Auslassventil daneben einmal rausgeholt. Das hole ich mal kurz zu Demonstrationszwecken. Das tun wir jetzt in das Loch. Das soll man eigentlich nicht machen, aber wir zeigen es jetzt einfach. Alles dasselbe Maßfeld. Alles ist gut. Ohne Probleme rein. Ich stecke es jetzt nicht ganz rein. Es geht auch ohne Probleme wieder raus. Und dann das vermeintlich defekte Auslassventil. Siehst du diese Spuren hier? Ja. Siehst du, ne? Ja. Haben wahrscheinlich die anderen Ventile nicht? Nee, die sind komplett poliert, gefühlt. Na, ein bisschen, aber nicht so ausgeprägt, okay? 230.000 Kilometer. Das war 11, ne? Ja. Oh Gott, wenn wir die jetzt auch noch vertauschen, dann ist hier Holland in Not. Nee, das geht ja nicht gut rein, ne? Das testen wir einmal. Ich will auch mal. Und dann solltest du es direkt merken. Ja. Will nicht, ne? Will gar nicht. Das hat gar keinen Bock mehr. Das ging halt auch genauso schwer wieder raus, nur mit Druck. Jetzt mach nicht auf Krampf. Du machst meinen Ventilschaft kaputt. Ja, hallo. Okay. War die Schraube drin? Da. Ach Mann, lass doch mal. Nein, nicht deine Schraube. Die hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Du hast ja den Motor nicht mehr gedreht. Als nein, habe ich auch nicht. Hast du nicht, ne? Nein, hab ich nicht. Ich schwör auf BMW Rost. Ja, wirklich. Also wir haben einmal das Visco-Lüfterrad, da sind wir abgerutscht. Aber das hat den nicht so weit gedreht, weil er war vorher komplett unten. Und danach war er auch weit unten. Ey, ganz ehrlich, ihr wolltet, dass ich diesen Müllhaufen auseinandernehme und jetzt stehe ich hier und muss Ventile neu kaufen, Ventile neu einschleifen. Ein Ventilschaft ist wahrscheinlich auch kaputt. Die Ventilschaftdichtung müssen auch noch rein. Was ist das denn hier? Nein, Hundi raus. Weil da haben wir Späne gesehen und Späne sind nicht gut und da geht es um Hundertstel und das ist alles so eine Sache. Warum baut man das auch aus Messing oder was das ist? Das ist ja übertrieben weich. Weil da wenig Ölschmierung ist und du da trotzdem Gleiteigenschaften brauchst. Danke. Aber wir können mal gucken, ob hier sich am Durchmesser irgendwas verändert, ne? Das ist ja quasi schon hier
Da stockt er ja schon. Also das geht noch rein irgendwie. Mhm. Und dann stockt es ja schon hier. Ja, scheint sich irgendwie ausgedehnt zu haben. Ein Problem, was ich niemals hätte wahrnehmen müssen, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Glücklich sein. Ja, aber du musst halt auch, wenn das Ding läuft, habe ich eben schon off-cam gesagt, wenn das Ding läuft, dann bist du froh, dass du das alles gemacht hast, dass du auch ein bisschen dazugelernt hast. Digga, wenn das Ding läuft, dauert das Projekt einfach ein Jahr lang. Bis hierhin geht er rein. Ich möchte den Ventilschaft nicht neu machen. Nö, den machst du ja auch noch neu. Das macht ja der Maschinenbauer. Phil, dann kannst du ja auch gleich deinen Zylinder holen lassen, wenn du schon dabei bist. Mann, ey, mach doch einmal was richtig. Ich hab den übrigens gereinigt, der sieht ganz gut aus. Ich bin sauer. Eiko hat mit seiner neuen Messuhr gemessen. Okay, ich guck mal, ob ich es erkennen kann. Vielleicht da, wo die Anlauffarben schon weggerieben wurden. Ja, okay, ich seh's. Dann demonstrier uns doch einmal das Heile. Okay. Ich habe mich daran orientiert, wo denn hier die Späne überhaupt festgesessen sind. Und das war hier oben, da wo der Keil sitzt. Mhm. Dann habe ich als erstes mal das gemessen. Und hier sehen wir, das ist jetzt das Maß von dem Heilenventil. Dann können wir das saugend hier durch bewegen. Ne? Mhm. Schön. Auch auf der ganzen Bandbreite und auch an diesen Stellen hier. Und selbstverständlich auch an diesen Stellen hier. Aber das hier ist auch gar nicht das Problem, weil das Ventil stockt ja gleich am Anfang, wenn man es reinschiebt in den Schaft. So, und jetzt gucken wir mal hier. Das ist das Defekte, was schwierig war. Das geht hier auch noch saugend rein. Sogar eher ein bisschen locker, also mit weniger. Mhm. Man merkt auf jeden Fall, es geht besser rein, aber es hängt halt hier an so einem kleinen, ja, ich weiß es auch nicht. Verbreiterung. An so einem kleinen Punkt, wo sich wahrscheinlich der Ventilkeil eingeschlagen hat, eingearbeitet hat, weil hier habe ich keine Möglichkeit, das durchzuschieben. Und jetzt kommt der Proll. Und jetzt kommt der Proll, ist nicht schlimm. Vorher waren wir bei 45 und jetzt bei fast 1 von 0. Also das sind, glaube ich, Hundertstel, oder das sind Hundertstel, ne? Ja. Also 400stel größer. Okay. 400stel an diesem Punkt größer. Ja. Ja. Und deshalb geht es nicht rein. Und deswegen geht es nicht rein, weil es dann nicht mehr maßhaltig ist zum Schaft. Pushlösung. Yeah. Richtig. Abschleifen. Was macht Phil? Einfach das irgendwie einspannen und hier mit Schleifpapier wirklich nur diesen Bereich ein bisschen bearbeiten. Ja. Ist nicht schlimm. Da sitzt ja eh der konische Ventilkeil. Genau, richtig. Und der hat ja auch noch zwei andere Nuten, wo er schon greifen kann. Der wird schon Es gibt Keile, die haben nur eine Nut. Ey, also, sind was ist das denn für ein Quatsch? Oder, Tui? So. Ich wollte es doch einfach so lassen, aber die Community hat gesagt, mach das. Hört ihr das? Das ist die Ventilführung, die gegen den unteren Ring schlägt und keinen Bock hat rauszukommen. Das heißt, wir haben das nächste Ventil, was Probleme macht. Geil. Und wenn wir das jetzt mit Druck da rausholen, wird wahrscheinlich die nächste Führungsbuchse auch mit Druck kaputt gehen. Nee, das geht nicht raus, Digga, das geht nicht. Oh mein Gott. Ist das wirklich real life? Das ist meine mentale Verfassung. Das ist das zweite Einlassventil fürs Protokoll. Ich versuch's jetzt mit Hass. Okay, soll ich da jetzt echt mit einem Hammer draufschlagen? Ja, tschüss, Ventilführung. Was kostet so ein Auslassventil? Ist das, wie Subi Performance das auch macht? Ja. Hier kann man es jetzt perfekt nochmal sehen. Guckt euch das an, guckt euch die Späne an. Das ist einfach mal die Ventilführung. Warum wolltet ihr, dass ich das mache? Es hat doch funktioniert vorher, guckt euch das an. Es ist komplett die Ventilführung kaputt. Komplett. Guckt euch das an, wie viel. Wie viel? Das sind Hundertstel, die das hier haben darf. Auch komplett abgerieben hier. Die ganze Verkokung, was weiß ich. Es ist alles abgerieben. Warum ist es abgerieben? Weil es einfach Müll ist. Geil. Jetzt habe ich ganze Hände voller Bronze. Tschüss.
Kolben sind draußen. Ich präsentiere euch das Illuminati-Dreieck. Nein, wir werden nichts an diesen Laufbahnen machen. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Aber ich habe etwas machen lassen. Und das ist, ich habe den Zylinderkopf planen lassen. Da ist jetzt ein Zehntel runtergekommen. Hat super unkompliziert funktioniert. Bin in so ein Feinwerk-Maschinenbauladen reingegangen. Die haben das gemacht. Ölpumpe ist auch ab. Kolben liegen hier rum. Jetzt haben wir gerade, Momme, Eiko und ich, hier an den Ventilsitzen rumgespielt. Haben das mit Kollegen von Momme verglichen, die auch ein M50B25 haben. Und das Spiel, wo die Späne rauskamen, ist immer noch völlig in Ordnung. Das bedeutet, wir werden hier gar nichts machen. Das ist eine Lösung, die mir persönlich am besten gefällt. Da habe ich auch gar keine Bauchschmerzen mit. Schreibt eure Meinung trotzdem dazu gerne in die Kommentare. Jetzt müssen wir einmal die Ventilschaftdichtung wechseln. Ich habe kein Spezialwerkzeug. Wir drehen den Kopf einmal und probieren es einfach. So, ich habe natürlich nicht das Spezialwerkzeug, aber ich habe diese Zange von Eiko gefunden. Ist natürlich wichtig, dann nicht allzu viel Druck auf die Ventilschaftdichtung auszuüben, damit dieser komische Kegel sich nicht irgendwie verzieht oder so. So. Und schon kriegt man das Ding da irgendwie runtergepopelt. Benutzt lieber ein Spezialwerkzeug. Hier sind Profis am Werk, vergesst das nicht. Ich mache jetzt alle Ventilschaftdichtungen ab. Wir sehen uns gleich, wenn alle ab sind. Tschüss. So sieht ein Auslassventil vorher aus und so sieht es nachher aus. Wow, was eine polierte Oberfläche, cool. Das mache ich bestimmt jetzt noch 24 Mal, ich habe sonst nichts zu tun. Wir haben hier tatsächlich hinten so ein Ultraschallbad, wo man die Dinger gern mal reinhängen kann für ein paar Minuten, um den gröbsten Schmutz schon mal zu lösen. Ah, doch ein bisschen. Aber wenn man das dann vorsichtig mit ein bisschen Schleifpapier sauber macht und poliert, sieht es dann so aus. Ja, Ventile einschleifen ist sehr schwierig, Eiko, da hast du absolut recht. Ich habe mich jetzt beim ersten Ventilsitz mal rangemacht. Der ist nicht geschliffen, der ist geschliffen. So sieht ein gleichmäßig geschliffenes Ventil aus. Bin ich zufrieden mit. Ich habe mir so eine Schleifpaste besorgt. Man sieht jetzt nicht so einen kranken Unterschied, aber der Strich, der abdichtet, ist quasi breiter geworden. Seid ihr traurig? Es tut mir leid, ich rede in dein Video, Phil. Es tut mir leid. Dieser Ventilsitz sieht sehr schön aus. Ja? Ich bin durch meinen Kater nicht fähig, ein eigenes Video zu produzieren. Also deshalb habe ich bei dir nicht bist gemacht. Bist du schon 5 Minuten in meinem Video vertreten, das finde ich gut. Aber das Ziel ist ja jetzt eigentlich nur, dass der Ventilsitz, der dichtet, breiter geworden ist, ne? Weil das ist der einzige Unterschied, den ich erkennen kann. Rein visuell, ja. Ja, aber im Mikrometerbereich, ne? Naja, die Fläche ist halt dichter. Relevant, ne, für ja. Die Dichtigkeit. Ja, die dichte Fläche ist größer geworden, das heißt, es dichtet mehr, als es vorher dichten getan hat. Mhm. Ist natürlich nicht mehr so schön poliert wie ja, wie das so, ist halt ne? Richtig poliert. Weil das aber auch durch den laufenden Motor dann passiert. Ja, ne? Ich glaube aber auch, ich muss bei denen nicht die grobe Schleifpaste verwenden. Ich glaube, ich mache nur fein bei ja. Den anderen. Ja, ja, weil klar. Das war jetzt ein ganz schöner Aufriss. Das ja, ne? Dauert auch lange. Deshalb spielen wir jetzt ein bisschen Räuber und Indianer und es gibt einen coolen Zeitraffer, wie ich das Stöckchen schwinge. So, ich bin ehrlich, ich habe kein Blut mehr. Ihr Blutsauger. Ich habe einfach kein Blut mehr. Ihr fragt euch sicherlich, wie hat er das denn jetzt mit diesem defekten, nicht defekten Auslassventil gemacht? Shit. Da stelle ich euch gerne meine Elektrofeile vor. Da habe ich wirklich nur eine Millisekunde von jeder Seite einmal rangehalten und natürlich dabei gedreht, damit das Ding auch rund bleibt. Und siehe da, das fehlerhafte Auslassventil ist einfach reingeflutscht. Gute Sache, sitzt auch gut, eingeschliffen. Die komplette Auslassseite ist jetzt fertig. Und ich gehe doch mal stark davon aus, dass das die schwerste Seite ist. Es ist Freitagabend, 21.30 Uhr. Und ich würde sagen, es ist jetzt auch mal gut, ne? Wir haben viel geschafft diese Woche. Umso mehr freue ich mich auf nächste Woche. Ja, gut, 21.20 Uhr ist es. Umso mehr freue ich mich auf nächste Woche, wo dann noch mehr passiert.
Leider sind auch meine Kolbenringe noch nicht angekommen, aber ich hätte es eh nicht geschafft zeitlich. Also das ist tatsächlich, ja, wie immer, wenn man was zum ersten Mal macht, man hat keinen Plan, wie lange das dauern wird. Aber ich muss sagen, wenn ich die Optik hier so sehe, finde ich das schon ziemlich, ziemlich gut. Ventile einschleifen ist eigentlich ganz einfach, ist nur zeitaufwendig. An dieser Stelle beende ich das Video. Wie findet ihr meinen frisch geplanten Kopf? Das sieht auf jeden Fall alles richtig, richtig gut aus. Ob das alles auch richtig, richtig gut dann wieder zusammengebaut wird von mir, das erfahrt ihr in den nächsten Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Leute, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder, ne? Oh, die Optik wird nicht langweilig, der hier auf den Aufstellrampen. Oh, ey, guck mal, wie der Kopf spiegelt. Ey, krank, oder? Okay, tschüssi.